Die Automobilindustrie ist offenbar nicht interessiert an der Lösung des Problems. Sie haben in den vergangenen Jahren betrogen. Sie haben in den vergangenen Jahren Produkte auf den Markt geworfen, die die Situation verschlimmern. Die Priorität muss der Gesundheitsschutz haben. Und das bedeutet, Sie müssen den Verkehr in der Stuttgarter Innenstadt und in der Region an Tagen mit schlechten Luftschadstoffwerten reduzieren